Hi Leute und herzlich willkommen zum Castle Clash Schlosskonflikt Let's Play heute am Donnerstag. Und ich will heute mit euch zusammen endlich mal die Frage klären, Schnitter oder Imhotep? Schnitter oder Imhotep, das ist wirklich eine Frage, die ganz oft gefragt wird. Und ihr seht hier, das sind die zwei besten Helden, die man mit Splittern im Free-to-Play kaufen kann. Und den Imhotep habe ich ja schon und den Schnitter, den habe ich noch nicht. Aber ich habe jetzt so ein kleines, ja, Versus erstellt für euch, damit ihr mal seht, was sie so für Fähigkeiten haben. Dann haben wir hier zuallererst den Imhotep. Imhotep ist natürlich legendär, kostet 7500, der Schnitter 7000. Imhotep hat den Eingriffsschaden auf Level 1 von 200, Schnitter 230. Die Lebenspunkte liegen bei Imhotep bei 2200, der Schnitter nur 1600. Imhotep hat anfangs eine Angriffsgeschwindigkeit von 1000. Der Schnitter hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 750. Eine Bewegungsgeschwindigkeit hat der Schnitter von 110 und Imhotep 165. Das heißt, Imhotep gewinnt derzeit 3:1 gegen den Schnitter auf Level 1. Dann die Fähigkeit von Imhotep gegen die Fähigkeit von Schnitter. Imhoteps Fähigkeit ist natürlich, dass er einen Sandsturm um sich macht für 6 Sekunden lang, der die Chance hat, 120% Damage zu machen. Setzt die Gegner für eine Sekunde lang ins Koma. Und dann werden die quasi gestunt. Beim Schnitter ist das nicht so. Der Schnitter hat die Fähigkeit, 180% Damage zu machen auf Level 1. Zwei Leute sucht er sich auf dem Feld aus, macht diesen 180% Damage und zieht 15% Leben ab, die er dann selber wieder bekommt. Das heißt, wir haben jetzt ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schnitter und Imhotep. Imhotep ist auf Level 1 natürlich eindeutig besser. Aber der Schnitter hat natürlich eine Fähigkeit, die man wirklich überall, wenn du angreifst, ist die einfach besser. Aus der Ferne ist der Schnitter auf jeden Fall besser, sonst gewinnt der Imhotep überall. Ihr seht's, ihr habt jetzt den hier Vergleich, die sind natürlich alle auf Level 1. Das ist natürlich dann variabel auf Level, wartet ganz kurz. Die Schwecklingen. Auf Level 180 hat der Imhotep dann einen Schaden von 3232, Leben von 34836, die Bewegungsspeed liegt bei 205 und die Macht also 855 und der Schnitter hat auf Level 180 einen Angriffsschaden von 4039, Lebenspunkte von 28.720, Bewegungsgeschwindigkeit von 150 und auch Macht 855. Und jetzt seid ihr gefragt, hier in den Kommentaren starte ich dann quasi das Battle zwischen Imhotep und Schnitter. Ich habe euch jetzt die Daten gegeben. Jetzt seid ihr alle gefragt, wer ist besser, Schnitter oder Imhotep? Ich sag meiner Meinung nach ist Imhotep besser, weil Imhotep ist ein Allrounder. Imhotep kannst du bei Wellen benutzen, du kannst ihn angriffen, du kannst ihn bei Boss, du kannst Imhotep überall benutzen. Schnitter ist natürlich bei Angriffen beste ever, bei Verteidigung nicht so. Aber wirklich, jetzt seid ihr gefragt, ihr entscheidet, wer besser ist. Imhotep oder Schnitter, jetzt in die Kommentare schreiben. Ihr schreibt Schnitter für den Schnitter oder Imhotep für den Imhotep. Mal schauen, wer gewinnt. Im nächsten Video werde ich dann auflösen. Und dann schauen wir mal, wer das Battle gewonnen hat. Imhotep vs. Schnitter. Das war's dann schon mal von mir heute. Also das ist wirklich eine geile Frage. Und dann schauen wir heute noch zwei an. Einmal der Dust-In aus The Killers. The Killers. Jetzt gehe ich natürlich erstmal hier unter die Gilden. Ich hoffe, das hat jetzt hier alles aufgenommen und so. Aber ich glaube schon. Und die Killers. Ich hoffe, ihr habt schon reingeschrieben, wen ihr besser findet. Die Killers. Und da drin soll ich angucken, den Dustin. Mal schauen, wo der Dustin ist. Wo ist der Dustin? Wo ist der Dustin?
Das denn? Fragt natürlich auch eure Freunde, wen die besser finden. Die sollen es auch einfach drunter schreiben. Mal schauen, wer dann gewinnt. Das wäre echt mal cool. Und hier ist der Dustin mit knapp 13.000 Macht. Und ihr habt auch beschwert, dass ich falsch bewerte. Und ich bewerte jetzt nur noch Leute, die weniger Macht als ich haben, damit ich hier nichts falsch sagen kann. Das heißt, der hier hat mehr Macht. Also sage ich jetzt nur seine Helden. Und auf welchen Level der so hat. Und dann mache ich das auch, sonst regt ihr euch wieder auf. Also, der hat den Paladin, den Druiden, den Champion, den Donnergott und den Henker. 4 Bogenschützentürme. Und ich darf ja eigentlich nichts mehr zum Dorfbau sagen. Ihr habt euch echt aufgeregt. Irgendwie 3 Leute haben sich so richtig aufgepisst, dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Ich soll mich vergraben gegen keine Ahnung. Und auf jeden Fall hat er gerade keine Truppen in den Lagern. Und den Dorfbau, den kennt ihr. Der ist oft bei sehr guten Spielern. Aber wie gesagt, der 13.000 macht. Ich darf nichts dagegen sagen. Das habt ihr selber entschieden. Und dann soll ich noch angucken, der Barrikadas aus Crips. Grips. Wenn ihr angeschaut werden wollt, schreibt einfach eure Namen und eure Gilde unten in die Kommentare. Am besten auch euren Server, ob ihr Deutsch seid oder US. Und dann schaue ich euch auch gerne an. Und da drin soll ich jetzt angucken, den Barrikada. Mal schauen, wo der ist. Barrikada. Also ich bin unter der Gilde Grips und Barrikadas. Eigentlich müsste er hier sein. Eigentlich. Hat mir auch eben erst einer geschrieben. Also das ist ein bisschen kritisch hier gerade. Ich gebe einfach mal Barrikadas ein. Vielleicht gibt es die Gilde auch. Und da drin soll ich den Barrikadas, nein, leider nicht. Also schreib einfach nochmal deinen Namen und deine Gilde und deinen Server rein und dann werde ich dich auch anschauen. Wie gesagt, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt rein, wen ihr besser findet. Imhotep oder Schnitter. Das Battle beginnt jetzt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Morgen kommt Clash of Clans. Übermorgen kommt Clash of Clans und übermorgen kommt auch Clash of Clans. Eigentlich, aber ich bin leider am Wochenende nicht da. Das heißt, morgen kommt's. Mal schauen, ob Clash of Clans kommt. Am Samstag bin ich gar nicht da. Also ich bin von Freitag auf Sonntag weg und darum schaue ich mal, was rauskommt. Wenn ich da bin, dann kommt natürlich am Freitag und am Sonntag eine Aufnahme von Clash of Clans. Ich werde es wirklich versuchen. Cast Clash kommt dann diese Woche nicht mehr, aber nächste Woche am Montag dann wieder. Sehen wir uns wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Lasst das Battle gewinnen. See you later, Alligator.